Und hier ist die Hose. Dürüm, dürüm. Dein Ernst, das sieht doch auf Bildern ganz anders aus. Junge, hast du dafür 200 Euro bezahlt oder was? Schönen guten Morgen, Freunde des guten Modegeschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. An meiner Seite ist noch der im Halbschlaf sich befindende. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Auto und haben heute einiges vor und da dachte ich mir, nehme ich euch mal mit. Kurz zum Tagesablauf. Als allererstes fahren wir zu einer T-Shirt-Druckerei, wo wir die T-Shirts in Auftrag gegeben haben für das 5K Abonnenten-Special. Dazu habe ich ja im letzten Video und in eigentlich schon fast den letzten Videos immer was geschrieben. Es werden 100 Shirts gemacht, 50 davon werden verlost. Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, ist Instagram-Follower sein und Snapchat-Follower auf jeden Fall bei beiden Folgen, denn dort wird die genaue Regel, also genaue Teilnahmebedingungen, werde ich dort posten, dann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt dann, wir gucken uns die ersten T-Shirts an, haben so ein Gruppenmuster und anschließend müssen wir zum Zollamt. Ich habe mir ein Paket bestellt. Auf dieses Paket wartet jetzt ein Monat, ist immer noch nicht angekommen. Und jetzt muss ich zum Zollamt. Und dieses Zollamt ist in Berlin, ihr müsst euch vorstellen, wir wohnen hier so um nie ohne Seife. Im Westen und müssen ganz in den Süden. Osten, Digga. Auf jeden Fall müssen wir von Punkt A zu Punkt B und der Weg ist eine Stunde. Also wäre ich in dieses Land geflogen, die Hose selber kaufen mit Turkish Airlines oder Lufthansa, wäre ich wahrscheinlich schneller. Auf jeden Fall müssen wir zum Zollamt, dann müssen wir zu Ikea, dann müssen wir die Wohnung besichtigen. Das neue Studio ist auch fast fertig, also wir haben die Schlüssel heute bekommen. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt dann, bis gleich. Morgens um 5, Handy klingelt, ich sag Hallo. Unbekannt, sag mir dein Namen, hau dich K.O. La Mara, S.A. Blockmucke, der mit dem Megaflow. Ich brauch kein Megafon, dieser Sound ist Baba, Motherfucker und dein Ortplatz. Hier kriegst du einen Nacken für die Wortwahl, das ist 030 die Vorwahl. Kommst mit einer Torba, hier kriegst du ein Tockert für das Benehmen. Casino-Kanacken, die kein Bock haben, in Klasse zu gehen. In meinem Job kommt die Menschen, liebe meine Stadt, Johnny West. 10 cm lang. Genau, es soll schon dezent sein. Gehen Deckung, verlauf dich einmal hier, es kommt keine Rettung. Schlachtfeld, komm her, mein Block, Treffpunkt. Großteil, Räuber, frische Erpressung. Leute, wir waren gerade in der Textilfirma und haben uns, wie ihr gesehen habt, die T-Shirts angeguckt, den Druck angeguckt. Die Maße haben wir jetzt genau genommen und haben den Auftrag jetzt durchgegeben. Der Auftrag ist auf jeden Fall jetzt durch und wir rechnen im Laufe der nächsten Woche mit dem T-Shirt. Seid gespannt, was daraus wird. Und jetzt fahren wir zum, was essen oder zum Zollamt? Wir haben noch 2 Stunden, das heißt Essen. Jetzt gehen wir was essen und anschließend ab geht's zum Zollamt, Leute. Bis dann. So Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt beim Zollamt und ich habe so einen Brief bekommen, ich zeige euch mal, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Und zwar folgende Sachlage, ich habe mir eine Hose bestellt, die kommt aus den USA und ich warte seit einem Monat auf diese Hose und jetzt stellt sich heraus, dass die Hose nicht durch den Zoll gekommen ist, wegen der Steuer. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim Zollamt und wir warten hier schon seit locker 40 Minuten und auf jeden Fall ist der Junge hier am Zeichnen, ich zeige euch mal jetzt mein Konzert. Ich versuche hier mein Paket abzuholen und ich zeige euch dann die Hose direkt. Also Leute, nachdem wir eine Stunde beim Zollamt gewartet haben, habe ich mein Paketchen in der Hand. Pack Opening live vom Zollamt. Und hier ist die Hose. Dürüm, dürüm. Wie sieht die? Was ist dein Ernst? Das sieht doch auf Bildern ganz anders aus. Junge. Sei mal ehrlich, bin ich jetzt dafür extra eine Stunde hergefahren? Ja, die ist überhässlich. Weißt du, wie die auf Bilder aussieht? Ich zeig die nachher auf Insta. Hä? Ich meine es wirklich ernst. Die Marke ist Couture und ich habe diese Hose bestellt. Diese Hose ist das doch gar nicht. Guck mal, wie sie bei den Models aussieht. Du bist kein Model. Ist doch egal, die Hose sieht doch ganz anders aus. Was machst du für Sachen? Für diese Kackhose habe ich 200 Euro bezahlt. Der hat einfach eine schwarze Hose mit Klettverschluss. Den Klettverschluss versteht nicht mal jemand. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zum Friseur. So Leute, wie ihr sehen könnt, meine Haare sind fresh geschnitten. Mein Bart sitzt auch. Emmer schneidet gerade noch seine Haare. Da drin irgendwo ist er. Und wir waren hier bei Koffer Kardasch.
in Berlin-Spandau. Und ja, das war's mit so einem kurzen Vlog. Was heißt kurz? Der war schon lang. Wir haben heute sehr viel gemacht, sehr viel erledigt. Und ja, wir sind auch todmüde, haben jetzt noch ein paar andere Sachen zu erledigen, die nicht unbedingt auf YouTube rauf müssen. Ansonsten vergiss nicht, auf Instagram und Snapchat zu abonnieren, um die T-Shirt zu gewinnen. Und das war's dann von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.